So, Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link Between Worlds. Oh yeah, am letzten Part haben wir Schloss Lowro betreten und haben schon ziemlich viel erreicht, aber es geht noch mehr, es geht definitiv noch mehr. Da fehlt nämlich noch ein Raum. Ja, und ein Monsterchen, was wir besiegen müssen. Keine Ahnung, welches das sein wird, ich habe gerade wirklich keine Ahnung. Mal gucken, ob es die Bulle unten ist, erkenne ich nicht. Das erkenne ich ja nun wirklich eher nicht. So, wir ziehen aber mal einfach mal im Endhaken schon dran und dann... Kommen wir da oben in den Raum, wo auch die letzten Kisten sind, glaube ich, tatsächlich. Da müssen wir gleich nochmal schauen. Boom, 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 in die Lava mit dir. Oh, sogar draufgegangen und in die Lava mit ihm. Oh, verdammt. Ein Altbekannter ist wieder da. Das grabsche Händchen. Schön. So, mit seiner Hilfe müssen wir jetzt hier die Rätsel lösen. Bon. Tja, habe ich auch mittlerweile erst von euch erfahren. Wenn man in der Wand verschwindet, dann kommt das patsche Händchen sofort runter. Und nicht erst nach einer Weile. Denkst du, was? Denkst du dir einfach so? Ein unnötiger Fuffi, da liegt sogar einer noch in der Lava und verkohlt gerade fröhlich vor sich hin. No, was soll ich nur tun? Ich kann... Wow. Wäre ich gerade fast wirklich nochmal reingelaufen. Fast wirklich nochmal reingelatscht. Einfach so plopp drin. Zack. Ohne irgendwelche Komplikationen. Yeah, ich glaube, das hier hat auch eine Weile gedauert. Also nicht das, das zu verstehen, aber das zu machen, weil es ein recht langsamer Prozess ist. Wegen der ganzen Patschehändchen. Upsala. Wow. Ich brauche dich mal jetzt hier, Kumpel. Ah, da bist du ja schon. Perfekt, du kommst wie gerufen, mein Freund. Nein. Ernsthaft, weil ich in der Cutscene gefangen war? Das ist ja interessant. Das ist gut zu wissen. Ich dachte mir einfach, ich verkürze die Wartezeit deswegen. Und weil das quasi gerade so eine Szene war, wurde Link noch weitergezogen. Allerdings hat sich das Floß nicht bewegt, weil sich die Umgebung bei solchen Szenen ja nicht bewegt. Nicht wahr? Sehr schön. Oh, hau ab. Patschhändchen, es tut mir leid, aber diese Fledermaus war damit gemeint. Nicht du, du kannst jederzeit wiederkommen. Du weißt, ich habe kein Problem mit dir. Bom. Na? Ich glaube, hier muss ich das machen. Das war das, was ich schon versucht hatte in dem Skelettwald-Dungeon. Hier muss ich es tatsächlich tun. So, danke. Gute Teamarbeit, wir beiden hier. Wir drei eigentlich, um genau zu sein. Zur Belohnung hau ich dich noch kaputt. Da oben ist schon wieder so ein Glubschauge. Und das möchten wir natürlich haben. Kumpel, ich brauch dich. Tut mir leid, dass ich dich besiegt habe. Das war doch nur ein Scherz. Guck mal, das Ding stelle ich extra noch hier. Ich stelle es wieder zurück hier, um die Einrichtung nicht kaputt zu machen. So, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das stand, ehrlich gesagt. Ich stelle es einfach. Da, sieht gut aus. Ja, passt. So, Händchen. Ah, da bist du ja. Ich hab dich schon vermisst. Yeah, und Patsch. Voll drauf. So, ich weiß nicht, ob man das... Ich habe das Gefühl, damit bin ich schneller, wenn ich es einfach werfe. Weil Link nur ein bisschen träge ist, ne? Was das angeht. So, dann wollen wir jetzt mal mit dem Glubschauge und aufpassen, dass es nicht großartig nicht runterfällt. Das hat, habe ich nämlich ein bisschen machte den Anschein gerade. So, Gott sei Dank habe ich das ja noch nicht kaputt gemacht. Was? Achso, oh Gott. Ich dachte gerade schon, was ist denn jetzt los? So. Weg hier. Bam. Wollen wir es kaputt machen, damit das jetzt erstmal nicht wiederkommt. Flop. Auge Numero Uno ist eingesetzt. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Das ist nicht alles, habe ich gesagt. Oh Mann. Genau. So funktionierte das. Ich brauche... Ich darf den nicht immer kaputt machen. Ich brauche die immer so Ewigkeiten zum Neuspawn. Händchen. Where are you? Ich brauche deine Hilfe. Vielleicht brauche ich sie auch gar nicht. Moment. Ich wette, das hätte auch so funktioniert. Enterhaken wieder. Den brauche ich ja gleich scheinbar nochmal. Platsch. So, wie mache ich das jetzt am besten? Kann Link so weit werfen, ist die Frage. Nein. So, was darf wieder gehen jetzt hier? Dann warten wir einfach mal auf... Ja, genau, auf das Ding. Aber das sieht...
Mir geht auch nicht. Aber schon gut, ich habe mich gerade in diesem Augenblick wieder dran erinnert. Ich hoffe, dass... Moment. Ich hoffe, das reicht. So, mit den Attacken können wir natürlich noch andere Tricks machen. Oh. Verdammt. Nicht so nah dran stehen. Okay, alles klar, schon verstanden. Ah, perfekt. Der liegt gut. Der liegt gut. So, haust du mal ab da bitte, Kollege. Ich kann den Schaden nicht hier brauchen. So. Und los geht's. Schon haben wir alles gelöst. Oh, guck mal, nur eine Kiste finden wir. Ja, wird vielleicht der Schlüssel drin sein. Wer hätte das gedacht? Niemand in diesem Leben. So. Wer bist du denn? Du siehst aus, als wärst du der zweite Boss. Aus Low Rule. Du bist der zweite Boss aus Low Rule. Ich möchte mal was ausprobieren, ob ich die mit der Mega-Hardcore-Wirbelattacke... Nein, kann ich nicht. Okay, komm ich zu nah, Kumpel. Nein, du darfst gar nicht erschießen. Huch. Einfach zu drei kloppen. Guck mal hier, da will er einfach... Da meint er hier, er wär's. Um seinen komischen Moves da zu hantieren. Bis wir dann ihm zeigen. Nö, Kumpel. Nicht mit uns. Oh Gott. Geh weg. Geh weg. Okay, danke. Er hat extra ein bisschen bewegt. Boom. Bam. Komm, den treffen wir sogar zweimal. Bam, das schießt auf uns, aber... Im Grunde genommen... war er keine Herausforderung mehr. Plum. Einfach so... geplatzt ist er. Einfach so geplatzt. Und zurück geht's. So, ich möchte aber noch immer zur... Ich weiß, es ist eine Feenquelle. Jetzt Spoiler ist einfach mal zur Feenquelle da unten gehen. Dann gibt es noch ein paar Sachen. Ja, Feen, richtig. Wie ging das denn nochmal? Muss ich nochmal schauen. Weiß ich gerade nicht. Mehr ganz da muss ich drauf fallen. Glaube ich. Glaube ich. Das heißt, ich mache das mal. Ich gehe eine Etage höher. Ich gehe nach rechts, ich gehe nach links. Hahaha. Klar kennt das Zitat jemand. Würde mich doch mal brennen interessieren. So komme ich da nicht hin. Stimmt. Von der Kiste aus, oder? Ja. Sehr gut. Cool. Wow. Muss richtig sein. Schön. Das müsste ich eigentlich, weil ich auf einer höheren Ebene jetzt bin. Doch, ich bin auf einer höheren Ebene. Darüber können. Jawohl. Perfekto. Perfekto. Nur zwei. Die nehme ich mal lieber selber mit. Heilen mich nicht mehr komplett. Respawnt ihr? Nö. Nö. Natürlich tun sie das nicht. Hm. Das ist nicht so nett. Da-da-da-dam-ba-ba-ba-bam. So. Gucken wir doch mal. Haben wir bisher alles? Nein, guck mal, da unten fehlt noch was. Da unten fehlt noch eine Kiste, die ich natürlich mitnehmen möchte. Jetzt ganz egal, ob es höchstwahrscheinlich nur Rubine sind, aber ich kann keine Kiste einfach offen lassen. Das widerstrebt meinem Zelda-Empfinden. Wo ist die denn da überhaupt da hinten? Gucken wir doch mal. Ich will die Kiste da oben haben. Ach du Typ hier. So, wie komme ich da wohin? Von da oben. Von da oben ergibt irgendwie Sinn, oder? Achso, ja, natürlich. Ich glaube, erstmal die Statue killen. Um sich dann hier rüber zu hieven. Yay, yeah, das ist auch noch für 20 gerade mal. Mit 20 Rupees riskiere ich mein Leben. Und das, obwohl ich nicht mal Rubine tragen kann. Voll fies, ich will Herzen. Gib mir Herzen. Gebt mir Herzen und eure Energie. Eure gesamte Energie. Und wir gucken mal, ob jetzt nochmal. Erdgeschoss haben wir. Erste Etage haben wir. Zweite Etage haben wir. Dritte Etage haben wir. Vierte. Oh, mehr ist hier gar nicht. Mehr ist hier gar nicht. Siehste mal. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mit dir spielen. Haha. Oder selber abgeschossen von seinem eigenen Kollegen. So.
Schloss Lowell. Der Typ, der überrascht mich jedes Mal. Wie der einfach so rumsteht. Mir nichts, dir nichts. Jetzt könnten wir uns sogar noch dry Tränke kaufen. Der Hammer. Okay, Leute. Auf geht's. Oh, ihr seht schon, wo wir hier sind. Kann ich hier raus? Was bringt's, wenn ich jetzt hier zurückgehe, frage ich mich gerade. Dann komme ich wahrscheinlich in Hyrule raus, logischerweise. Aber es ist derselbe Raum, über den wir gekommen sind, einst. Ja, ich erinnere mich. Na gut, her damit. Einfach einstecken. Und du auch nochmal. Flop. Da ist eine Fee. So. Das war schon da unten völlig unsortiert eigentlich. Aber egal. Wird schon. Zurück nach Lowrule. Und zu schauen, was da so abgeht. Das könnte der letzte Part werden, ne? Ich glaube, das sind wir eigentlich schon da. Man merkt daran, dass die Musik leiser wurde und gleich wahrscheinlich ganz aufhören wird. Sie hat ganz aufgehört. Das finde ich übrigens ist super, ne? Dass wir nochmal 6 Rubine kriegen, so vom letzten Endkampf. Das ist wirklich wichtig. Are you ready? Ich trinke nochmal einen Schluck Wasser. Okay, wir sind ready. Und wir haben auch wirklich alles erledigt, was es zu erledigen gilt. Let's go. Hey. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Du hast das Triforce des Mutes errungen, nicht wahr? Was willst du mit ihrem Triforce der Weisheit? Lass mich dir ein wenig von diesem Reich erzählen. In Lowrule gab es einst ein goldenes Dreieck, das dem, der das berührt, seinen sehnlichsten Wunsch erfüllte. Es kommt mir bekannt vor, ihr habt voll geklaut. Man nannte es das Triforce. Jeder wollte diese Macht besitzen, Kriege wurden geführt und verwüsteten unsere Reiche. Unser Reich. Dies grämte meine königlichen Vorfahren und zerstörten sie in den Auslöser des Krieges, das Triforce. Aber es stellte sich heraus, dass das ein großer Fehler war. Das Triforce enthält die Macht der Götter. Auf ihm ruht die Welt. Ohne diesen Pfeiler drohte Lowrule der Untergang. Wir haben ja gesehen, was passiert ist mit Lowrule. Unsere Welt braucht das Triforce. Eines Tages erfuhren wir von der Existenz eines weiteren Triforce in einer anderen Welt. Kraft, Weisheit und Mut. Ich habe dich angeleitet, um das Triforce des Mutes zu erlangen. Ich bin die Königin dieses Reiches. Es ist meine Aufgabe, den Fehler meiner Ahnen ungeschehen zu machen. Und du wirst mir dabei helfen. Du wirst uns das Triforce des Mutes geben. Können wir doch mal verhandeln irgendwie? Ich mach dir auch einen Sonderpreis. Toll, jetzt hat sie das Triforce der Weisheit von Zelda abgezockt. Du bist ja nett, Mensch. Was viel zu nett. Wer kommt da natürlich wieder mal? Von wegen, du hältst ihn gefangen. Na, großartig. Sind wir Fake Ganon und Fake Zelda. Alles gemacht. Wo ist Fake Link? Yuga, nimm wieder das Triforce des Mutes ab. Nur so kann Lowrule neu entstehen. Na toll. Die haben gemeinsame Sache gemacht. Ich glaub es nicht. Yay! Ich bin der Krasseste. Ja, das sehe ich. Oh, schön. Über die alte Boss-Musik. Bam. Kann ich mich über Wirbelattacke hauen eigentlich? Aua. Oh, der macht zum Glück nur so viel Schaden. Guck mal. Ich möchte es mal probieren. Okay, ich sollte es lassen. Bam. Immer einfach ganz normal mit normalen Schwerthieben. Ja. Hörst du auf, dich zu teleportieren, mein Freund? So, bam. Autsch. Kann ich eigentlich... das ablocken, wollte ich gerade sagen. Hm.
ganz schön weh. Überlegt euch mal, ohne Rüstung würde der Typ uns in einem Schlag töten. Ich meine, wir kriegen jetzt nur noch normalen Schaden, so quasi, als wären wir im normalen Playthrough hier mit der grünen Rüstung. Toll, ey. Dieser Schlag ist voll fies. Bam. Der Schlag ist mir lieber, danach kann ich immer ein paar Mal draufhauen. Ja, zweimal. Im Zweifelsfalle. Mmh. Guck mal, er fängt schon an zu glitzern. Oh, was ist das denn? Was ist das? Wow. Ich kann mich hier nicht mal die Wand retten. Wie man unschwer erkennen kann. Uiuiui. Der hier gerade so. Was macht er jetzt schon wieder? Uiuiui. Wieder war da. Ich genug Gelegenheit, ihn zu boxen. Hm. Oh, da hat wieder ein paar Schläge. Der kam genau auf mich zu. Der kam einfach genau auf mich zu, hat mir voll die Mütze vom Kopf geweht. Aber jetzt stehe ich genau eben drin, oder? Jetzt kann ich draufhauen. Nein. Ja, okay. Das hat mir jetzt natürlich gar nichts gebracht. Aber er leuchtet schon ganz schön arg. Ah, verschwinde! Uiuiui. Also langsam ist mal Zeit zu gehen, meinst du nicht? Also langsam ist wirklich Zeit. Aber er will einfach nicht. Nein, macht den Spaß schon wieder. No! Mann. Also, meinst du nicht? Solange wie der schon leuchtet, ne? Der ist so ein Fake-Leuchten. Vorhin der Attacke wurde ich, glaube ich, gerade das erste Mal getroffen. Voll den Speer in den Nacken. Das tut übrigens weh, ne? Muss ich nur mal so anmerken. Hallo? Jetzt. Mann! Du Fatzke! Oh, das ist eine coole Frisur, muss ich dir mal sagen. Yuga, das Triforce der Kraft, gib es mir schnell! Wenn es verloren geht, ist Logo dem Untergang geweiht. Ich hab so das Gefühl, der. Was ist? Hilda, das Schicksal dieser hässlichen Reiche ist mir völlig gleichgültig. Oh ja, klar, mein Ziel war, das Triforce zu vereinigen, um mit seiner Macht die ganze Welt in ein Kunstwerk zu verwandeln. Und dir erlaube ich, das Kronjuwel dieses Kunstwerks zu werden. Und alles eskaliert. Na toll. Ja, du bist wirklich schön. Wie überaus überraschend. Yuga war noch viel fieser. Aber das Hilda fies ist, hat man am Anfang echt nicht geahnt. Also ich habe es am Anfang nicht vermutet, muss ich ehrlich sagen. Und ich weiß von vielen anderen, was auch nicht so der Fall war, dass das ebenfalls nicht so war. Endlich gehören sie mir, die größte Schönheit der Welt und die Macht der Götter. Dass er allerdings andere Ziele hat, das war irgendwie von Anfang an klar. Als ob er sich irgendjemanden beugen würde. Damit er die Macht Ganons hat. Bleibt mir nur noch eines zu tun, ein unschönes Antlitz ein völlig mal auszuradieren. Ich bin dagegen, ehrlich gesagt. Denn du bist dafür... Moment, was? Wow! Ach, ja, stimmt. Ich erinnere mich. Bam! 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 Zack! Voll reingedrückt. Komm her, Junge, ich muss dich... Ah, nee, doch nicht. Boing. Chris, kannst du mich hören? Ich bin es, Zelda. Solange Yuga ein Bild ist, kannst du ihn mit deinen Waffen nicht verletzen. Verwende das hier. What? What? Wir kriegen doch was. Her damit. Natürlich, Leute. Die eigentlich genau genommen stärkste Waffe im Spiel, nämlich... der Lichtbogen, die Lichtpfeile, wollte ich gesagt haben. Das füllt auch unseren letzten Inventarslot. Blam.
In diesem Bogen ruht das Licht des Triforce. Du musst Yuga innerhalb der Wand mit dem Lichtbogen bekämpfen. Nur so kannst du ihn besiegen. Du wirst es ganz sicher schaffen, Chris. Genau. Die Lichtpfeile, deswegen, weil das Masterschwert ist das Schwert, was das Böse bannt. Die Lichtpfeile hingegen sind die Pfeile, die das Böse zerstören. Blab. So, guckst du dumm, was? Ich frage mich gerade, ob ich Zeit gehabt hätte, eine Wirbelattacke aufzuladen. Beziehungsweise, ob sich das gelohnt hätte. Ja, okay. Es war klar, dass er mich irgendwann trifft. Es war klar. Es war so klar. Da will ich aber aufpassen. Am besten benutze ich direkt den blauen Trank. Dann lege ich mir mal hier auf Y. Meine Güte, wie oft will er das denn machen? Ist mal gut jetzt hier. Macht wahrscheinlich den Spaß wieder. Toll. Verloren. Aufschlag. Sehr gut. So, mein Freund. Verschwinde ruhig wieder in der Wand. Ich habe Mittel und Wege, dich zu natzen. Das war auch ziemlich lustig hier später noch. Wow, ich bin erschrocken. Das ist mir unbekannt, dass er das macht. Das ist gerade sein Problem. Mann! Gott, der erschreckt mich jedes Mal damit. Jetzt. Haha. Voll eine reingedrückt. Ich glaube, das bringt mehr, weil die Wirbelattacke einfach so unglaublich overpowered ist. Autsch. Ich habe das Gefühl, wir schaffen das nicht. Trifft er mich hier mit in der Wand? Ja, klar, war logisch. Okay, reicht, kannst damit aufhören. Oh Gott, wir schaffen das nicht, Leute. Ne, schaffen wir nicht. Wir sind gleich tot. Oh Mann. Ich brauche mehr Tränke. Ich wollte doch nur ein bisschen Abstand haben. Wir sind tot. Oh Mann, oh. Na gut, Leute. Das soll es gewesen sein. Wir starten bei meinem Haus. Schade. Hat ein epischer Abschluss werden können. Dich hat's erwischt. Was liegst du eigentlich die ganze Zeit faul rum, Junge? Nur weil du nichts mehr zu verkaufen hast. Ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt. So, und der Bogen ist natürlich wieder weg jetzt. Doll. Ganz doll. Na gut, Leute, was ich tun werde. Ich werde jetzt offscreen mir meine gesamten Gläser füllen. Mit Tränken, wahrscheinlich blauen Tränken. Und dann es nochmal probieren. Meine Güte, das ist gar nicht so einfach im Heldenmodus. Irgendwie, finde ich, muss ich mal so sagen, nebenbei. Und wir sehen uns da mit vollen Herzen direkt wieder beim Boss, den wir dann nochmal von vorne versuchen. Beim nächsten und, ich schätze mal, ganz wagemutig, letzten Part von The Legend of Zelda Link Between Worlds. Ciao.